Hi, hier ist Marc und ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar ein Thema, was mir schon ewig unter den Nägeln brennt, wo ich sage, das ist echt wichtig. Ihr wisst, wir empfehlen, den Sattel abzusenken. Wir empfehlen auch Variostützen, aber im Marathonbereich, teilweise auch Leute, die vielleicht primär breite Wege fahren und ab und zu mal nur einen kleinen Trail, gibt es auch genug Leute, die den Sattel oben lassen. Deswegen heute Fahrtechnik-Tipps im Trail für Sattel oben. Bevor wir in den Trail gehen und Fahrtechnik-Tipps geben, ganz kurz zwei Materialtipps, wenn ihr mit Sattel oben fahrt. Wichtig ist die Hose. Das heißt, wenn ihr eine enge Spandex-Lycra-Hose fährt, so wie Rennradfahrer oder im Cross-Country üblich, ist es eh gar kein Thema. Wenn ihr eine Shorts fahrt, dann könntet ihr wirklich mal gucken, es gibt verschiedene Modelle. Bike-Shorts haben relativ geeigneten Schnitt, dass es halt nicht zu tief hängt, wie eine Baggy-Pants oder so. Aber ich habe verschiedene Bike-Hosen und merke da schon einen Unterschied. Manche sitzen halt wirklich noch höher, da habe ich dann mehr Platz bei hohem Sattel. Und manche hängen ein bisschen tiefer und ich habe eher das Gefühl, ich bleibe mit der Hose am Sattel hängen. Also, achtet auf die passende Hose. Und das Zweite ist, auch wenn ihr mit Sattel oben fahrt, empfehle ich euch, fahrt mit Schnellspanner. Es kann auch mal sein, dass ihr einen technischeren Trail fahrt, wo ihr sagt, ihr macht den Sattel, lasst ihn zwar generell eher oben, macht ihn aber wirklich nur ein ganz klein bisschen runter, dass ihr noch gut treten könnt. Und dann könnt ihr rauf, runter, gut fahren, habt trotzdem ein bisschen mehr Platz. Ich mache ihn jetzt wieder auf die normale Haltung, einfach damit das heute für das Video passt. Und man hat auch mit Sattel oben die zentrale Haltung, das ist ganz wichtig. Man hat jetzt wenig Spielraum am Sattel, am Schritt, deswegen nimmt man die Ellenbogen weiter raus und lässt die Beine etwas gerader. Man hat somit noch Platz, dass der Sattel sich bewegen kann. Das ist natürlich auch ein Übungsding, also man muss sich daran gewöhnen. Man hat jetzt weniger Platz mit dem Schritt und dem Sattel. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen, damit man sich damit komfortabel fühlt, wenn man das so machen will. Und ohne Variostütze fährt, den Sattel oben lässt. Dann ist es halt wirklich wichtig, dass ihr diese, im Fahrtechnik-Jargon ist oft so die Rede von der aktivierten Haltung. Teilweise fühlt es sich fast so an, als wenn dein Oberkörper und Rücken parallel zum Unterrohr geht. Die Beine bleiben gerade und so kann man halt gut Dinge ausgleichen. Man hat nicht so viele Möglichkeiten wie mit tiefem Sattel, dass man sich sehr viel hoch runter bewegen kann, das Rad sehr viel Platz hat, sondern man muss wirklich mit weniger Spielraum da klarkommen, deswegen auch präzise fahren und das Risiko wirklich gut einschätzen, nicht übertreiben, weil man wird halt schnell, kriegt man den Sattel in den Po, wenn man einen Fehler macht, die Linie nicht trifft. So, jetzt haben wir über die Haltung gesprochen, wie sich das verändert im Vergleich, wenn man den Sattel unten hat. Und jetzt möchte ich noch einen wichtigen Tipp geben. Das mache ich jetzt hier in der Stufe vor. Also wenn es Stufen gibt oder es wird ruppiger, das Rad muss sich unter euch bewegen. Da ist dann so, dass man, damit man wirklich den Sattel vollem Spielraum geben kann, die Beine hier vom Hüftgelenk aus nach außen zeigen lässt. Das möchte ich euch jetzt mal vormachen. Das hilft halt, damit der Sattel sich unter eurem Schritt bewegen kann und das Rad sich der Steilheit anpassen kann, wie ihr dabei in der zentralen Haltung sind. Also, man muss die Beine öffnen, damit der Sattel sich unter einem bewegen kann. So, die Beine auch seitlich öffnen. Also Leute, wenn ihr mit Sattel oben fahrt und ihr habt schnelle Kurven, viele machen dann immer die Sporttechnik. Also, die Kurbel ganz runter, die äußere, das Rad in die Kurve neigen, Druck auf dem äußeren Pedal, kann man machen. Ist jetzt auch kein richtig oder falsch, ihr könnt aber auch experimentieren. Wenn ihr am Anfang mit waagerechter Kurbelstellung in die Kurve reinfahrt und euer inneres Bein, wo ihr den Sattel spürt, der ist jetzt weiter oben, weil der Sattel oben ist, immer mehr öffnet, dann wird das äußere Pedal immer weiter runtergehen und auch fast bis zum toten Punkt. Also variiert da ruhig, ich mach's einmal vor. Das innere Bein immer mehr öffnen, dann geht das äußere runter. Marathonstrecken gibt es Kehren, die man entweder fährt oder versetzt. Das gleiche Prinzip wie bei normal, man sollte sich sehr sicher auf dem Rad fühlen. Und dann kann man auch zwei kleine Versetzer machen und den Sattel unter sich bewegen lassen. Ich werde die Kehre jetzt nochmal für euch fahren. Jetzt habe ich gerade mit Versetzern gemacht. Es ist wichtig für euch, in so einer technischen Kehre wie hier, das ist mein Home-Kehren-Trail, da ist es so, dass in der Falllinie ist es sehr steil. Das heißt, mit Sattel oben im sehr steilen, da muss man sich wirklich dran gewöhnt haben. Das heißt, wirklich Schritt für Schritt. Übt erstmal mit kleinen, mit der einfacheren Kehren,
die nicht so mega eng und steil sind und dann Schritt für Schritt steigern, weil das Fehlerverzeihen ist nicht mehr so groß, wie als wenn ihr den Sattel unten habt. Und Marathonfahrer haben den Sattel natürlich häufig oben, dann kommen diese Kehren, da muss man schon sehr routiniert sein, die Ferse hängt und dann passt es. So, ich komme mit dem 29er Bike auf die enge Kehre zu, suche mir eine gute Linie, Sattel am inneren Bein, Lenkeinschlag nutzen, Blickführung und rüber. Ihr wisst, vielleicht wisst ihr es nicht, ich bin 2000 meinen ersten Marathon gefahren, also und fahre seitdem immer so einmal im Jahr einen Marathon und kenne quasi das Klientel, da fahren wirklich viele mit Sattel oben. Nicht, dass ihr denkt, was erzählt der da, fahrt in den Trainer, erzählt was von Sattel oben. Also manche Leute fahren halt lieber so. Ich habe jetzt hier einen 29er HT. Kleiner Hinweis, es ist kein E-Bike, es ist ein Sci-Fly-Antrieb, eine spezielle Kurbel. Und genau, jetzt seht ihr hier einen Rock Garden, also relativ dicke Steine. Ich werde da jetzt mit dem 29er Bike und mit Sattel oben, das seht ihr hier, das ist meine Sattelhöhe, wenn ich mit Sattel oben fahre, darüber fahren. Und ich bin letztens mit dem Nikolai mit 26 Zoll, aber mit richtig viel Federweg rüber. Und da werdet ihr nochmal sehen, wie sehr ich meine Beine nutze, um Platz zu machen, damit sich das Rad unter mir bewegen kann und ich keinen Stoß von unten kriege. So, mit Sattel oben jetzt hier noch über den Felsen. Okay. Und der Sicherheitsabstieg funktioniert auch sehr gut. Dann gleitet man über den Sattel nach hinten, der solltet ihr auf jeden Fall in petto haben. Ja, meine letzten Worte für euch, wenn ihr im Sattel oben fahrt, weil ihr Marathon oder das halt generell lieber habt, beachtet das Schritt für Schritt, euch heranzutasten. Ich fahre auch relativ viel mit Sattel oben, aber dann halt nicht so heftige Sachen, da mache ich mir dann schon lieber runter. Bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr mit Sattel hoch fahren wollt, und das ist ja auch eine gute Sache, wenn man das im Racing ist oder so, wenn ihr jetzt nicht gerade absolut ambitionierter Lizenz Cross-Country-Fahrer seid mit schwierigen Cross-Country-Kursen, dann bitte für Springen, Kicker, Table, Drops, senkt bitte den Sattel ab. Weil dann kann es auch gefährlich werden. Wenn ihr zu den ambitionierten Fahrern gehört, die im Cross Country, wie Nino Schurter zum Beispiel, der fährt auch mit Sattel oben die Sprünge. Der hat sich dabei auch rangetastet und ist da auch sehr sicher. Dann müsst ihr natürlich gucken, fürs Üben erstmal runter machen und dann Schritt für Schritt den Sattel höher, damit ihr euch wohlfühlt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Marc.